Hallo, wenn ihr dieses Video seht, dann habe ich hoffentlich schon rausgefunden, was für eine Art Video das ist. Denn einerseits wird es eine Art Accessibility-Check, andererseits wird es eine Petite Cuisine. Also ich bin selbst ein bisschen verwirrt, aber wir werden es rausfinden. Marbacher TV. Ich gehe nämlich heute zu McDonald's und probiere mal mein Burger. Ich muss gestehen, ich habe glaube ich seit über 10 Jahren bei McDonald's nichts mehr gegessen. Also auch keine Veggie-Sachen mehr. Darum wird es für mich eine sehr spannende Sache, ob ich es überhaupt noch markentechnisch vertrage. Aber jetzt schauen wir mal, wo der Kiosk ist und wie das funktioniert. Wir haben hier, ich glaube, das ist der Kiosk. Und da werden wir jetzt gut. Ich setze da weg. Da gibt es schon eine Rolli-Zeitung. Das probieren wir jetzt gleich aus. Okay, eins steht schon fest. Das Ding ist viel zu hoch. Für Rollifahrer. Da oben steht jetzt, möchten Sie fortfahren? Okay. Probieren wir das Rolli-Zeichen aus. Bitte bestätigen Sie den Modus. Setzen Sie das, ja. Also. Sehr gut. Bitte bestätigen Sie den Modus, okay? Ja. Und jetzt? Was macht ihr jetzt? Hallo. Ja, es sollte eigentlich selbsterklärend sein, oder? Ja, ist doch mal. Ja, aber, okay, ja, bitte. Ja, ist doch so. Machen wir mal so, schauen wir mal. Ja, jetzt können Sie. Zum Hier essen oder mitnehmen? Ah, hier essen. Hier essen. Was möchten Sie denn gerne haben? Ah, mein Burger. Mhm. Haben wir dann bei an der Kasse, oder? Mit Karte. Mit Karte, ist sicher. Kein Problem. Und da mein Burger. Mein Burger, wollen Sie Beef, Chicken, ohne Brot oder? Ich möchte vegetarisch. Vegetarisch. Vegetarisch haben wir. Jetzt können wir eigentlich alles vegetarisch machen. Dann gehen wir mal da. Dann haben wir Empire. Dann gehen wir mal in die Zeit. Moment mal. Wollen Sie ohne Brot oder? Also was könnte man da machen, vegetarisch? Also im Internet steht drinnen, man kann sich alles aussuchen. Ja genau, aber das gibt es leider nicht mehr. Ja, das haben wir nicht mehr, aber Sie können zum Beispiel ein Brot nehmen und dann vegetarisch hier reingeben. Statt Fleisch dann vegetarisch. Ja, da gibt es so ein vegetarisches Ding noch. Mhm, ja, gibt's noch, das gibt's noch. Wo? Also Sie können sich einfach einen, zum Beispiel, da suchen Sie sich einen Burger aus, ja? Machen wir mal so, ich zeig's Ihnen mal, ja? Und dann gehen Sie halt auf Rindfleisch wegnehmen, ja? Und dann kommt hier unten vegetarisch. Warten Sie mal, was haben wir? Das ist. Wo ist das? Na, warten Sie mal. Abbrechen. Das ist ein Wahnsinn jetzt, gell? Das ist ein Wahnsinn. Machen wir mal, schauen wir mal kurz da um Chicken. Ich glaube, Chicken kann man vegetarisch machen. Dieser Dinkel. Klassik. Ja, da kann man vegetarisch machen. Also da haben Sie Brot, Salat, also wenn Sie die Soße nicht haben möchten, da können Sie alles reingeben, was Sie wollen, welche Soße Sie rein wollen. Und da haben wir es dann vegetarisch. Geben wir von der Chicken raus und dann haben wir vegetarisch statt Chicken, okay? Und jetzt okay. Können Sie sich Ihren Burger selber aufbauen. Also okay, dann würde ich gerne die Original-Sandwich-Soße weggeben und den Lolo Bionda. Den Salat auch. Weggeben, ja, machen wir's. Weil jetzt haben wir nur Brot und vegetarisch. Ja, und unten mache ich jetzt so. Gehe ich mal langsam, damit Sie auch schauen können. Was ist das extra Veggie da? Extra Veggie, dann sind es dann zwei. Nein, eins genügt.
Heumilch, Emmentaler. Emmentaler haben wir ja, Heumilch. Wollen Sie? Heumilch? Ja. Ja, machen wir einmal, ja. Ja. Gut, dann weiter runter bitte. Ja, sicher. Sagen Sie mir doch. Gurken. Gurken? Diese normale... Ja. Mali Salatgurken. Salatgurken, ja sicher. Was? Runter. Ja, sicher. Rucola. Rucola, ja. Runter. Ja. Tzatziki-Soße. Tzatziki-Soße, welches ist das? Da, gell? Mhm. Tzatziki-Soße. Okay. Okay, dann haben wir noch... Ja, dann haben wir nichts. Passt. Passt? Fertig? Mhm. Okay. Nein. Was denn? Okay, passt. Was? Nein, nein, das gehen wir weg. Das gehen wir weg. So, jetzt haben wir nur einen Burger, ja? Wollen Sie noch was genau, dazu haben? Na. So, dann gehen wir auf fertig. Und mit Fresh Chicken Tzatziki Soße, Originalsoße ist weg. Lalo Window ist auch weg und dann haben wir alles, was Sie eingekriegt haben, ne? Ja. So, dann auch bezahlen, ne? Ja. Was? Das können Sie dann zahlen, ja? Tja. Also ich habe hier jetzt den Bon rausbekommen und ich muss sagen, es war scheiß kompliziert. Es war echt nett, sehr kundenfreundlich und ja, es ging nicht so schön, bis auf der Webseite advertised wurde. Aber naja, schauen wir mal, wie es schmeckt. Mein Assistent hat mir darauf aufmerksam gemacht. Also ich hätte wahrscheinlich 1 Euro mehr Zeit für den Burger als wie der Originalburger, aber es gibt aber keinen Veggie-Burger original. Also das Ganze ist furchtbar kompliziert zu bestellen und teuer. Ja. Und da ich ja alte Botzen bin, freuen wir da jetzt auf. Weil ich habe immer Talent. So. Okay. Ich habe nicht mehr gewusst, wie schnapprig die Dinger sind. Ja. Ist echt krass. Aber ich frage mich gerade ernsthaft, aus was dieses Burger Weckerl besteht. Ich habe keine Ahnung. Aber mit Salatgurke, den möchte ich ganz hier frisch. Alles ist frisch. Aber ich muss echt rausfinden, dass was dem das Leiberl ist. Hm. Ja, aber ich meine, und blöd ist auch noch, ich denke mir, das ist zwei. Das Leibchen ist so schmal. Das füllt nicht den ganzen Burger aus. Das ist ein bisschen blöd. Und bist du da sicher, dass das kein Fleisch ist? Na. Es schaut sehr verdächtig nach Hühnerfleisch aus. Who knows? Wenn dem so ist, ist es schlecht. Sie wird fast Geld verwenden. Das bleibt mir jetzt nicht. Wenn du das sagst.
stelle mir ein Veggie-Bleibchen ein bisschen grüner, ein bisschen gemüsiger vor. Du machst mich fertig. Entschuldigung. Entschuldigung, eine Frage. Ist das wirklich ein vegetarisches Leibchen? Bitte? Ist das ein vegetarisches Leibchen? Ja. Wenn Sie bestellt haben, bekommen Sie ein vegetarisches. Okay. Aus was ist das? Das ist Pflanzenfasern. Okay. Und Proteinen, Milch und Panadis drauf. Okay. Danke. Wenn dem so ist, dann ist klar, warum es so ausschaut. Pflanzenfasern. Nein, was? Hat er gesagt, ja. Fakt ist, das Personal hier auf der Neuüberstraße, der Necki, ist sehr nett, sehr freundlich und hilfsbereit. Ohne deren Unterstützung wäre es bei diesem Terminal gar nicht gegangen. Der Terminal an sich ist absolut nicht barrierefrei. Aber ich glaube, er ist generell sehr user-unfreundlich, weil man nicht stumpf nach der Karte bestellt, sondern wie ich diese My Burger Experience ausprobieren will. Generell ist die Idee super nett. Du stellst dir deinen Burger zusammen und dann kriegst du, ja, dann warst du, dass er wirklich ziemlich frisch gemacht ist und das ist schon ganz nett. Entschuldigung. Alter. Ja, aber ich mach's kein zweites Mal. Weil Veggie-Weibchen, es hat sehr spooky ausgehört. Und wenn es halt noch nichts wirklich schmeckt, ist es auch hart. Das war's. Wir sehen uns nächstes Mal wieder.